Ein anderes Gebiet des gesellschaftlichen Lebens, in dem das Eingreifen der Religion oder einer gewissen Religion vom Übel, ist das Sexuelle im weitesten Sinne des Wortes. Ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der menschlichen Natur wird seitens der katholischen Kirche eine asketische Auffassung den Bekennern, namentlich ihren Priestern, aufgezwungen, was zur Folge hat, dass diese in unzähligen Fällen die kirchlichen Gebote durch Pfarrersköche, Beziehungen zu beichtenden Frauen, zu Weltdamen, ja Ausschreitungen gegenüber Schulkindern korrigieren bzw. annullieren. Da kann man wohl aber nicht von einem Nutzen der Religion für die Gesellschaft sprechen. Da ich hörbehindert war, musste ich immer wieder zu Untersuchungen des Krankenhauses. Dort musste ich zu Dr. W. gehen. Meine Mutter ist mit mir gegangen. Ins Zimmer von Dr. W. zu untersuchen, durfte meine Mutter nicht mitkommen. Da war ich dann mit Dr. W. allein. Dr. W. hatte noch ein separates Zimmer neben seinem Ordinationszimmer. Dorthin brachte er mich, befühlte meinen Körper. Ich musste mich dann ausziehen. Und er doktorte weiter an meinem Körper, auch an meinen Penis herum. Irgendwie habe ich mich von diesen Untersuchungen immer gefürchtet. Pater Eck hat mich immer missbraucht. In der Toilette der Schule. Er war Herbert, aber er beherrschte die Gebärdensprache fließend. Er sagte mir, dass Gott wollte, dass er mich in Sex unterrichte. Aber ich musste darüber schreiben, weil es unter das Beichtgeheimnis des Sakraments der Beichte fiel. Anfang der 60er Jahre war ich in einem Internat der Apostelbruderschaft. Dort war auch Pater H., der sich mit körperlicher Züchtigung Respekt bei den Internatszöglingen verschaffte. Wenn alle Zöglinge den Schlaf